Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Walter Sorge hier bei Kettle und Kotz. Ja, wir sind bei der Biogasanlage angekommen und werden mal weiterfahren, ne? Hier sind etliche, ja, sogar eine Waage. Aber die Dinger sind leer. 1, 2, 3 Silos. Nicht schlecht. Das ist im Herbst, das ist eigentlich voller normalerweise. So. Also, Gülle und auch Gärreste werden in der sogenannten Gülle-Silos gelagert. Dort kann der Landwirt oder der Lohnunternehmer mit dem Güllefass an der Entnahmestelle fahren und mit dem Fass angebauten Pumpe die Gülle aus dem Lager pumpen. Okay, weiter. Fahre zum Gärreste-Lager. Über 13 Meter. Das Auslaufen der Gülle aus dem Lager wird ein Schiebesystem verhindert, sodass die Gülle beim sachgemäßen Anbau nicht auslaufen und die Umwelt verputzen kann. Aber wo das Zeug hin, fließt in großen Mengen und wächst nichts mehr. So. Da sind wir. Wie war richtig schön, klar und deutlich. Da fahren wir ran. So, das heißt, Bremse. Bei der Lagerung von organischen Flüssigkeiten entstehen Schichten. Schwere Stoffe sinken nach unten, leichte Teile steigen zur Oberfläche auf. Um alle Pflanzen möglichst gleichmäßig Nährstoffe zu versorgen, muss die Flüssigkeit im Gülle-Silo aufgeführt werden. Dazu hängt entweder ein Rührwerk im Silo und der Lohnunternehmer kommt mit einem externen Rührwerk, um die Gülle aufzurühren. Wie lecker. Und so zu homogenisieren. Das hat der Landwirt schon selbstständig gemacht, sodass du nur die Gülle ausbringen musst. Also stark. Ja, pumpen wir mal voll. Das ist die fünfte Folge, somit muss ich auch passend durcheinander kommen. Mittwoch. Das war Thüringen einfacher, die fünfte Folge wäre Freitag, ne? Und in dem Fall ist es hier Mittwoch. Ich nehme ja Kettle und Kopf, also beginne ich ein bisschen anders als LS, um so ein bisschen Zeit zu haben, falls mal was schief geht für die anderen beiden Folgen. Um so nicht um einmal alles fertig haben zu müssen. So. Da stehen auch die entsprechenden Mengen drin, also Stickstoff, Phosphor und Kalium. Das meiste ist ja eh Wasser hier drin. Mal bei dem Wetter ist nicht gerade günstig. So. Da du je nach Ausbringmenge der Flächengröße das Feld nicht mit einem Güllefahrer fertig bekommst, musst du eventuell etwas vom Güllesilo-Fahrer neuen Flüssdünger holen. Das habe ich befürchtet. Weiter. Wo ist das Feld? Weit weg, ne? Fahrer zum Feld. Oh je, das ist weit weg. Das machen wir automatisch. Nicht lange suchen müssen. Das wird nicht raus, wenn wir ein Schlauchsystem geht automatisch. Wäre doch sonst recht aufwendig, ne? Dass hier überhaupt nichts lagert zur Zeit, ist auch ein Ding, ne? Müsste doch eigentlich jetzt voll sein normalerweise, bis zum Rand. Aber hier haben sie zum Beispiel ein kleines Wartungshäuschen, ja, aber nett. Da könnten die Angestellten auch theoretisch ein bisschen so. Aber wir haben zum Glück hier eine größere Arbeitsbreite, von daher sollte es an sich nicht weiter schlimm sein. Mal schauen,
unserem großen Feld gefühlt oder aufbringen müssen. Wird auch garantiert noch entsprechend verlangt, dass ich das einstelle. Von der Menge her. Und dann mal sehen, wie viel wir brauchen, ne? Machen wir Innensicht, nicht so laut. Jo. Die Entfernung ist ein Stückchen zu fahren, ne? Ja, wir Waage fahren wir auch. Wir hätten aber stehen bleiben müssen normalerweise. Beim Fahren wird es schwierig zu feststellen, wie schwer wir waren, ne? Aber gut. Mehr wie voll geht nicht, ne? 0,6 Kilometer noch. Ja. Ist halt so, ne? Also der Aufwand ist ein bisschen größer, je weiter wir fortschreiten, ne? Der Arbeitsaufwand und die viel fahren, ne? Ob wir die Gülle umsonst kriegen oder zumindest einen Obolus bekommen, ne? Für verarbeiten, denn die Gärreste müssen ja irgendwo untergebracht werden, ne? Wow. Das wollte ich mal sehen. Schöne Fahrwerte, das gefällt mir auch. Also, Verkehr ist ihm egal. Also die Kreuzungen sind gefährlich, dass auch nicht passiert ist, mir also richtig. Na egal. Wir können nicht alles haben, ne? Oh, die Felder sehen aus nass. Ich sehe schon irgendwas kommen, was nicht gerade, was nicht so vorgesehen ist, wo ich nicht dachte, ja. Dass kein Frost ist, wir haben alle den 13.2. Februar. Also bei mir zu Hause ist das so, beim richtigen Winter, da sind die Böden noch gefroren. Also da geht nichts mit Gülle. Also 13. Februar noch, nicht jeden Winter, aber fast immer mit Schnee und zumindest ein Eis, ne? Das hat bis zum März gedauert normalerweise, bis es auftaut. So, unser berühmtes kleines Feld, ja genau. Natürlich ungünstig normalerweise, bei so einem Wetter macht man sowas nicht. So, angekommen. So. Bremse. Der Düngerrechner hat uns ausgerechnet, dass für diese Station insgesamt 193 Kilogramm Stickstoff, 112 Kilogramm Phosphat und 142 Kilogramm Kalium pro Hektar ausbringen wollen. Das Ganze verteilen wir auf verschiedenen Zeitpunkten mit unterschiedlichen Düngetypen und Ausbringarten. Der Anfang, auch die Saatgabe genannt, musste BGH machen, die BGH-Reste. Sie haben einen Anteil von 0,6, habe ich mal gesagt, Phosphat 0,3 und einen Kaliumanteil von 0,5%. Damit sollten wir unsere Ausbringrate im Stapel Gülle ausbringen auf 15.000 Kilogramm pro Hektar einstellen. Um auf die NPK-Werte von 95 Kilogramm, 75 Kilogramm pro Hektar zu kommen. Ja, geht hier weiter. Da der Boden noch Stickstoffreste von ca. 43 Kilogramm Stickstoff pro Hektar hat, sollten wir nach dem heutigen Ausbringen also beim 133 Kilogramm landen. Bei weiteren Düngengaben kommen wir, wenn du die Startabgabe abgeschlossen hast, Abgas. Wenn dein Fass zwischendurch leer ist, kannst du es an der BKH wieder auffüllen. Ich muss noch mal gucken, wie viel ich einstellen soll. Wie wir vergessen. Wie viel das? 15.000. Das heißt. Irgendwo war das gewesen. Ach, hier links. Kann leeren.
Wir fahren mal auf die Fälle. Wieso ist schon was gewachsen? Haben wir es ausgesehen? Muss ja, ne? So. Stelle die auf 15.000, was ich vorhin machen wollte. Bis wo genau? Wo geht das nochmal? Tank leeren. Die Pfeile irritieren mich. Hydraulik heben. Ah, okay. Noch ein weiter. Also 15.000. Okay. Dünge das Feld. Die werden wir gleich mal gucken. Ich glaube, wir machen noch kein Tempomat. Beziehungsweise kein. Dünge das Feld, ja. Er ruckelt ein bisschen. Muss jetzt lügen. B. Mensch, hör auf hier mit deinen Vorschlägen mittendrin. Und das Fass ruckt alle. Nochmal Bremse. Um das Gülle aufzubringen, empfehle ich dir das Feld. Also GPS nutzen. Die Technik hilft dir parallel zu fahren. Alle Stellen mit Dünger zu erreichen, dadurch brauchst du nicht mehr selbst lenken. Klar. Das ist die erste Technik zu sehen, wo du vorher lang gefahren bist. Und zeig genau auf mit daneben der letzten Spur an. Wo du lang fahren musst. So hast du wenige Stellen, wo Stellen Dünger gedoppelt hinkommt. Besonders hilfreich ist, wenn auf dem Feld keine Fahrgäste angelegt sind. Fahrgäste sind man die nicht gesehenen Stellen, auf denen die Maschinen zur Düngung oder zum Fahrtfluss fahren. Okay. So, das heißt ja, die müssen doch noch unser GPS-System nutzen. Das heißt, also noch ein Hinweis. Mittlerweile gibt es in der landwirtschaftlichen Praxis noch eine Variante Gülle zu bringen. Es gibt neben Schleppschlauch und Schleppschuhgestänge, da wird der Boden der kleinen Kufe am Ende des Schlauches aufgeraut, so dass der Boden das mit Dünger direkt aufnehmen kann. Gut. Was wollte ich jetzt machen? Achso, ja hier, P. Zack. Zack. Und jetzt machen wir nur noch T und gleich B anschalten. Wir müssen noch schnell das B ausmachen. Wir müssen sparen, dass es auch ausreichend ist, ne? Nicht, dass wir hier nochmal fahren müssen. Sieht aber ganz gut aus, dass wir auch die Wolke auch schaffen werden. Beziehungsweise sie machen es dann auch fertig. Es sei denn, wir müssen auch zu BGH fahren, ne? Dann natürlich nicht. So, B. Weg. Stopp. Jetzt wird es hakelig, hier sind die dusseligen Bäume. Und beim ersten Mal klappt das. Halt. Wieder ich war schon auf einer weißen Linie, nehmen wir mal gelben hin, ne? Das ist ein Selbstständig lenken, das lenkt er von alleine. Das heißt T und B.
Hey. Bei so einem kleinen Feld ist immer ein bisschen blöd. Beim größeren Feld ist das ein bisschen einfacher zu handeln. Also da muss man nicht so extrem viel aufpassen. So. Noch ein Hinweis, den machen wir gleich, aber erstmal mal mit Ende fahren. Und konzentrieren. Ne? Ganz kurz wieder das B vorbereiten, ausschalten. B und bremsen. Bremse rein. Außerdem gibt es auf Grün dann noch die Möglichkeit, die Hilfe von Scheiben den Boden aufzuschlitzen und dort die Gülle zu platzieren. Eine weitere Möglichkeit ist, die Gülle mit einer Art Stachelwalze in den Boden punktuell zu injizieren. Das bezüglich dem Geruch von Güllefängen weiter und die Gülle wird direkt an den Wurzeln ausgebracht. Das hatte ich mal gesehen auf einem YouTube-Video. Da ging es darum, um Engerlinge zu bekämpfen. Da hatten sie ein Pilz injiziert im Boden über so eine halt Stachelwalze mit viel Wasser an sich. Aber die haben halt so den Pilz bekämpft. Die Engerlinge, denn die Engerlinge haben die ganzen Wurzel weggefressen. Kommen wir da rum? Natürlich nicht. Hat den Baum gepflanzt. Wer war das? Durchdrehende Reifen sind immer schlecht für die Frucht. Ja, und dadurch haben sie die Engländer gekämpft. Hatte ich mal gesehen. Ich frage nicht mehr genau, war das da? War ich auch in Österreich. Ach, V geht auch noch runter. B und T. Ja. Gibt so eine vielen Möglichkeiten. Man muss nur eine entsprechende Technik auch haben, ne? Das ist das ganze Problem. Ist ja im Allgemeinen nicht billig, ne? Für einen einmaligen Gebrauch ist das ein bisschen. Ja, zu teuer. Ja, viele Rettflecke. Nur vorausmachen mit Fahren. So, muss man lesen. Des Weiteren gibt es auf unbewachsenen Böden die Möglichkeit, Gülle mit einer Scheibenecke direkt am Güllefass in den Boden einzuarbeiten oder den Boden nur streckenweise in einen Gruppe zu bearbeiten und dort die Gülle im Boden zu platzieren. Aber das sind spezielle Vorgehensweisen, die auch teuer in der Anschaffung sind. So dass nur von bestimmten Landwirten und Unternehmen genutzt werden, eingesetzt werden. Dort leuchtet ein, man kann nicht alles haben, ne? Und je größer ein Unternehmen ist, umso eher ist das auch rentabel. Und man kann es auch theoretisch auch anderen Bauern anbieten zum Ausleihen oder halt direkt die Arbeit mitzumachen. Ne? So, wieder runter, gutes Stück. Tippen wir mal an und B. Ich hoffe, dass die Gärreste reicht. Ne? Ansonsten müssen wir nochmal. Ah, ich glaube, wird reichen. Der gelbe Balken muss voll sein, das ist das ganze Problem. Jetzt wird knapp. So, gleich wieder auf ausschalten und bremsen. So, wow. Hier sind zum Glück keine Bäume, nur Sträucher, die können wir im Prinzip ja ignorieren. Na, ist nicht mehr viel. Können wir Glück haben. So.
Tempomat rein, gleich einen zweiten und B. Ich denke, auch da wird auch die entsprechende Menge automatisch eingestellt. Aber ich weiß es nicht genau, also dass, wie das funktionieren könnte. Aber sicherlich könnte er mit feststellen, dass ich noch fährt und so die entsprechenden Pumpen stärker oder weniger stark pumpen lassen, aber Spekulation. Irgendwie muss ich ja eingestellt sein, ne? So, da ist wieder auf. B, das muss ja reichen, nutzt ja alle nichts, ne? Wir fahren übers Acker, anders kommen wir da nicht hin. Das ist gemein. So. T. Und B. Jetzt hecken wir nicht ab. Oh, wir haben Glück. Günge, wir haben Glück. Wir haben die Aufgabe erfüllt. Und das Ding ist auch leer. Kann man gleich merken, rechts wird entsprechend weniger wachsen. So, einklappen. Natürlich ist es eigentlich noch, man muss dann aussteigen und Transportsicherung anbringen, ne? Aber in dem Falle nicht tun. N. Wir fahren jetzt zur Straße und düsen dann zum Lohnnehmer. Ich sag schon mal tschüss und ciao, ciao. Ich habe leicht die Zeit überzogen, aber nur leicht. Jo, wir sind fertig mit dem Feld, ne? Ja, ich sag mal schon Dankeschön fürs Reinschauen. Auch Dankeschön fürs mal kommentieren und mal liken. Ne, das hilft mir weiter. Den berühmten Algorithmus bei YouTube. Ja, den keiner so recht begründen kann. Aber je mehr kommentiert wird und geliked wird, umso mehr wird man vorgeschlagen für weitere Zuschauer und so hilft es den Kanal entsprechend nach Möglichkeit zu wachsen. Was wiederum zum Wachstum führt. Ne, also das ist ja das Ziel letztendlich, möglichst viele zu haben. Ne? Sag mal tschüss und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Und mir macht es vor allem Spaß. Tschüss.